Greg Graves mit 44 Punkten in den letzten beiden Partien Garant für 5 Siege in Folge. Die Dragons zweifelsohne das Team der Stunde. Der Power Forward auch gegen Wolfenbüttel sofort on fire, verantwortlich für die ersten 5 Zähler. Der Beginn von den Abwehrreihen bestimmt. Körpervoll Cooper, eine kleine Rarität. Anschließend das Adländer Offensivspiel potenter. Leder Deep Reed, 11 zu 5. Nach langer Verletzungspause endlich wieder in Action. Flügelakteur Obiango 16 zu 7 nach 10 Minuten. Das zweite Viertel zunächst Drachenhoheitsgebiet Cooper. Quakenbrück, zweitbestes Team der Liga aus der Distanz. Gelungene Beweisführung von Rockmann. Dann die Rückkehr von Downtown Don Reed. Krönung eines 8 zu 0 Laufs. Die Dragons mittlerweile deutlich zweistellig vorne, auch dank Graves. Danach die Herzöge besser im Spiel, doch trotz variabler Defense kein Mittel gegen Rockmann für 3. In nun engen Match Tempoverschärfung, eine gute Lösung, Fraser. Der viermalige Topscorer hier wieder erfolgreich, Buzzerbeater, knappes 4-Punkte-Polster zur Halbzeit. Der dritte Spielabschnitt in dieser Saison schon oft der Schlüssel zum Sieg. Dieser Fakt anscheinend im Hinterkopf von Graves. Nach dem Seitenwechsel Quakenbrück aggressiver unter dem Korb, Graves wieder mammutstark. Dazu die Deutschen 5 sehr treffsicher. Anführer Fumal 50 zu 38, 24. Minute. Vor 2000 Zuschauern die Dragons überlegen aus der Distanz, Rockmann. Die Gäste das zweitschwächste Team der Liga bei Rebounds. Ein gefundenes Fressen für Cooper. Überhaupt der Center mit einer fantastischen Leistung und Skills aus der Mitteldistanz. Zu Beginn des letzten Viertels der US-Boy direkt wieder zur Stelle. Die Dragons nun weitestgehend mit Kontrolle. Denn ein Mann in entscheidenden Phasen immer zuverlässig. Power Forward Fumai. Die Gastgeber in der zweiten Hälfte deutlich stärker in der Defense. Trotzdem die Herzöge noch in Schlagdistanz, aber die individuelle Klasse das große Plus der Drachen. Fraser, Vorentscheidung 74-64. Am Ende noch einer für die Galerie. Graves, insgesamt 18 Punkte, Topscorer-Hattrick. Ausschlaggebend für den Sieg die Breite des Kaders. 5 Spieler trafen zweistellig. Quakenbrück als zweiter punktgleich mit Spitzenreiter Bernau. Und 4 Punkte vor dem Rest der Liga.